Herzlich willkommen zurück zu Against the Storm. Ich wünsche euch allen einen schönen dritten Advent. Wir haben ja, wir sind Erster. Die haben wir ja, die letzte Runde haben wir ja erfolgreich überstanden. Und jetzt, genau, ich wollte hier reingehen. Lass uns gucken. Die Region wurde von anderen Vizekönigen stark ausgebeutet. Die Feindseligkeit wächst nicht jedes Jahr. Du erhältst aber 2 weitere Feindseligkeitspunkte pro Dorfbewohner. Der Boden ist sauer. Nirgendwo in der Region gibt es Nährboden. Die Karawane hat unterwegs jemanden verloren, der leider jegliches Kochbesteck bei sich hatte. Alle Nahrungsrezepte werden 50% langsamer produziert. Oh, ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Biom scharlachroter Obstgarten. Oh, ja, dann lass uns mal gucken, ne? Dann ab in den Obstgarten. Mal gucken, was da kommt. Wir sind gespannt. Und dann mit den Harpien, ne? Oh, die sind ja so anfällig. Die sind ja so anfällig. Aber guck mal. 0,01 Ungeduld weniger die Minute. Lass uns gucken. Wir brauchen Wege. So. So, dann brauchen wir Sitzbänke. Dann brauchen wir noch mehr Wege. Dann brauchen wir Unterkünfte. Dann brauchen wir einen Holzfäller. Wir gehen direkt hier rein. Du gehst da rein. So. Dann brauchen wir ein Erntelager. Nein. Kleines Trapperlager nehmen wir. Den setzen wir da rein. So. Dann los, meine kleinen Helferlein, los. Eine Ranch, Kräutersammler, Trapperlager, Bäckerei. Oh. Dann nehme ich die Ranch. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal Essen. Dann nehmen wir da die Bäckerei. Und dann bräuchten wir noch was. Den hab ich. Regenmühle. Baumaterialien oder Handelswarenpakete. Das ist jetzt die Frage. Ne? Fragen, Fragen, Fragen. Mehl, Mehl. Nehmen wir das Mehl für die Bäckerei. Und dann bauen wir da direkt den Handelsposten hin. So. Wir haben kein Holz mehr. Ernsthaft? Holz, Holz, Holz. Wir brauchen Holz. Gib mir das Holz. Handelswege. Ich brauche keine Handelswege. Wir brauchen keine Handelswege. Kosmetik-Spezialisierung. 70 Weihrauch enthalten. Bekomme ich für die Harpien jedes Mal eine Entschlossenheit dazu. Für jede Produktion von 6 Handelswaren erhältst du 2 Bernstein. Ja, super. Ja, super. Ja, komm. Bernstein ist immer gut. Mit Bernstein kann man einkaufen. Mit Bernstein kann man einkaufen. Das ist auch schön. So.
unsere ersten Aufgaben. Zwei Lichtungen. Rapid-Entschlossenheit auf 10. Im Moment ist sie bei 5, ne? Erntelagersteuer. Nehmen wir das. Werde ich ja wohl hinkriegen im Laufe des Spiels. Oh, guck mal hier, Baumaterialienkiste. Als hätten wir es geahnt. Als hätten wir es geahnt. 9, 10, 11. Da reichen die Häuser nicht. Dann könnte ich ja eigentlich schon einen zweiten Holzfäller bauen, ne? Bauen wir da noch einen rein? Dann bauen wir da noch einen rein. Wenn wir da noch welche haben, ja. Na, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Oh, die geht in den Keller. Die geht in den Keller. Was soll das denn? Das kriege ich aber auf jeden Fall wieder Holz. Dann habe ich da mein Erntelager. So, dann habe ich zwei, die noch frei sind, ne? Die noch frei arbeiten können. Die noch frei arbeiten können. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Den schieben wir direkt darüber. Dann kann ich nämlich hier gleich die Dekoration reinbauen. Ja, das sieht gut aus. Guten Tag. Händler haben Angst und meiden diese Gegend, ja. Die Leute haben Angst vor dem, was die Karawane zerstört hat. Minus 4 auf die allgemeine Entschlossenheit. Ist nur aktiv, wenn an dem entsprechenden. Oh, okay. Was habe ich hier noch? Da würde ich Weihrauch kriegen, aber ich habe keine Dings. Und hier würde ich. Oh. Dann nehme ich die Menschen, ja. Dann nehme ich da schon mal die Menschen. Und jetzt habe ich keinen, der hier arbeiten kann, ne? Da ist die nächste Lichtung offen, aber da ilst nicht viel, ne? Kräuter und Schilf, okay. Kräuter und Schilf! Das ist doch schön. Der ist gleich auch fertig. Erntelager. Könnte ich mich eigentlich darüber gehen, ne? Sehr, sehr gut. Dann müsste ich ja gleich hier direkt neue Häuser bauen. Weil dann habe ich die zwei und bekomme noch 4.
Wunderbar. Bier. Schwerer Mühlstein. Plus 2 auf Mehlproduktion. Auf jeden Ertrag erhältst du zusätzlich Mehl. Das ist natürlich genial, ne? Dann kommt der Nieselregen und dann kommt der Sturm, ne? Ja. Dann machen wir den gleich, wenn die fertig sind. Da, 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 da. Ja, genau. Der kleine Wagen da, ne? Der kleine Wagen da. Dann haben wir den nämlich auch fertig. Und dann haben wir genug Leute, die das alles machen können. Holz kriege ich auch, ne? Ja, Holz habe ich. Sehr schön. Habe ich noch, ja, 4 freie Arbeiter. 7 freie Arbeiter habe ich. Der ist fertig, guck mal. Dann packe ich hier nämlich direkt. Oder ich nehme den Bernstein. Ja, machen wir es so. Dann haben wir den fertig. Dann haben wir den fertig. 1, 2, 3, 4. Dann kann ich da nämlich die Dekoration schon mal wieder hinpacken. So. Dann. Ja, ich weiß. Ich hätte es später machen sollen. Kann ich den jetzt pausieren? Geht das noch? Nee, ne? Weihrauch. Die würde ich gleich gern auch machen. Da sind Beeren. Wenn ich den jetzt abbreche, gehen die wieder hoch, ne? Aber das lohnt sich ja nicht. Das wäre ja ein bisschen schwachsinnig, wenn ich die jetzt hoch mache. Ich hätte den auch da drüben hinpacken können, ne? Sehe ich gerade. Harpien minus 4, Alter! Da brauchen wir eine Regenmühle. Bretter und Stoff, ne? Das heißt, ich bräuchte auf jeden Fall auch die primitive Werkbank. Hier ist gegangen. Die ist gegangen. Die ist abgehauen. Schnauze voll. Was habe ich denn noch? Eine Minute. Komm, wir machen mal ein bisschen schneller hier. Nehmen wir die Biber. Das klemmen wir mit an. Improvisiertes Werkzeug. Holzfäller erhalten die Aufgabe, provisorisches Werkzeug herzustellen. Für die Entdeckung einer Lichtung erhältst du 5 Werkzeuge, aber sie erleiden minus 5 auf die Entschlossenheit. Oh, das ist natürlich scheiße, ne? Minus 5, das tut weh. Minus 5 tut weh, aber jedes Mal 5 links. Boah, das ist hier jetzt gar nicht so einfach, ne?
Das ist echt schwierig, ne? Ein Werkzeug brauchen wir auf jeden Fall jedes Mal umladen. Komm, wir riskieren es. Wir riskieren es einfach. Wir riskieren es einfach. Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. So, den packen wir da rein. Dich packe ich hier rein. Ne, dich lasse ich erstmal, damit du die Ecke da wegmachen kannst. Damit du die wegmachen kannst. So. Ja, siehst du, ich hab's befürchtet. Dich da rein. Dich da rein. Hier unten da. Werkzeug hast du gar keins, ne? Essen wäre aber auch gar nicht so verkehrt, sehe ich gerade. Nahrungssammler, Trapperlager, Kräutersammler, Handelswarenpakete. Der muss gefüttert werden, ne? Der muss mit... Den habe ich auch fertig. Wunderbar! Bahne dich durch den Wald um 4 Lichtungen. Ja, das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch hin. So, jetzt lass Kochhaus, Handwerker, Schmiede, Nahrungssammellager. Ja. Nehme ich die Schmiede. Da nehme ich die Schmiede. Guck mal, wir haben 18 Werkzeuge jetzt. Sehr schön. Oh, das wäre natürlich auch genial gewesen. So, machen wir den auf. Dann bauen wir die Ranch, dass die nächste Siedlung offen. Oh, was haben wir denn hier? Bewegungsgeschwindigkeit. Entflohene Sträflinge. Ja, sehr schön. Die Dorfbewohner haben Gerüchte vernommen, dass sich in der Gegend entflohene Sträflinge herumtreiben. Sie haben Angst, dass verzweifelte Verbrecher sie angreifen können. -6 auf die allgemeine Entschlossenheit. Ist nur aktiv, wenn an dem entsprechenden Lichtungsereignis gearbeitet wird. 5-0 Ankömmlinge. Das ist ja nur, wenn ich da, ne? Wir haben Sträflinge hier sitzen. Sträflinge. Alter, das ist doch. Willkommen bei den strengsten Eltern der Welt, oder wie? Der ist bei 7, 11. Ich müsste den auf 10 drücken, ne? Aber das, egal. Komm. Kann ich gebrauchen. Die Menschen kann ich gebrauchen. 13. Was habe ich da noch? Händler werden um 15% schneller ankommen. Okay. Aber das da interessiert mich. Die Bewegungsgeschwindigkeit der Dorfbewohner wird um 10% erhöht. Das ist doch... Das klingt doch gut. Das klingt doch sehr gut. Obdachlose habe ich keine. Sehr schön. Habe ich noch freie Arbeiter? Ja, 3 Stück. Guck mal. So.
Oh, der ist ein bisschen groß. Der ist ein bisschen groß. Dann machen wir den. 1, 2, 3. Und dann brauche ich noch einen. Wo packe ich den hin? Könnte man einen hier hinterpacken, ne? Naja, machen wir es so. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Die Sträflinge. Da kann eine Mine drauf. Das geht nicht, da muss ich die beiden da zuerst. Okay. Dann müssen wir da noch ein bisschen warten. Aber dann können wir da die Mine draufpacken. Die passt doch wunderbar dahin. Ich hab nichts gemacht. Ja, ich wusste es. Da ein Erntelager hin. Und da bräuchte ich die Kräutersammler, ne? Die kleinen. Ach, der ist auch fertig hier. Sehr schön. Minus 6 auf die... Minus 7. Alter. Minus 7. Und dann habe ich noch eine obdachlose Echse. Nee. Dann da Spitzhaxen. Achsen. Brauche ich Stein oder nehme ich Schilf? Nehme ich das Schilf. Guck mal, die Sträflinge haben wir auch. Sehr schön. Warte mal. Die packe ich da rüber. Da kann ich die nämlich alle wegpacken. Ah, jetzt fehlen mir die 4, ne? Ja, das habe ich nicht aufgepasst. Wo kann ich die hinpacken, wo die keinen stören? Packe ich die da hin. Aber dann kann ich hier... Dann kann ich hier... Davon noch. Ja. Wie viel habe ich denn? 7. Packe ich den da hin. So. Weiter geht's. Mein Video ist fertig. Sehr schön. Ja, fällt dir mal, damit ich die Mine da hinkriege. Damit ich die Mine dahin kriege. Sehr schön, danke.
So, dann habe ich nämlich da auch Stein und Dings, ne? Also Kupfererz kriege ich da raus. Ich weiß zwar noch nicht, ob wir das brauchen, aber wir werden es sehen. Den packen wir da rein. Habe ich nicht, die fehlen mir. Die fehlen mir, die fehlen mir. So. Oh, vier Leute müssen da rein. Da fehlt mir das Werkzeug, ne? So, habe ich zumindest das Kupfererz. Ey, immer noch einen Obdachlosen. Ich habe hier immer noch einen Obdachlosen. Dann bauen wir die dahin. So. Und du müsstest jetzt darüber, damit ich dich hier, damit du hier mal frei machen kannst. Ihr seid zwar eigentlich so Stofffanatiker, aber im Moment kann ich da nichts machen. Im Moment kann ich da nichts machen. Guck mal. Ja, siehste, sehr schön. Harpienwohnraum. Ach, die haben einen eigenen. Ja, sehr schön. Die haben einen eigenen. Dann bauen wir da Biberhäuser hin. Dann bauen wir da Biberhäuser hin. Da könnte ich noch mal ein Erntelager reinbauen, ne? Ich habe ja noch genug freie Arbeiter. Ja. Missionsziel. Wertvolle Quelle. Ja, nehmen wir das. 2 uralte Tafeln. Ne? Das ist natürlich wieder, ne? Die zu kriegen, ist wieder wie 6 richtig im Lotto fast. Weil dafür müsst ihr dann dementsprechend die Lichtungen haben. Und da ich nicht weiß, wie sich das hier verhält. Ich wollte eine Ranch bauen, ne? Fällt mir gerade ein. Ich wollte eine Ranch bauen. So, lass mich gucken. Was? Oh, das ist natürlich sehr schön, ne? Was bist du? Für jede Produktion von 10 Bären erhältst du 2 Kristalltau. Ja, das klingt gut. Ist natürlich auch lächerlich, ne? Brauche ich noch 25 und ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll.
Ich weiß nicht, wo ich sie herkriegen soll. Habe ich hier irgendwas, was mit Holz kann ich verkaufen, ne? So. So, 12. 12. Bräuchte ich noch 17, ne? Mal gucken, ob das geht, so wie ich mir jetzt vorstelle. Dann habe ich davon schon mal 5. Jetzt bräuchte ich noch 3. So, damit habe ich da die Äxte auch schon mal. Sehr schön. Das heißt, ich komme auf jeden Fall hier unten schon mal rein. So, dann habe ich die nämlich auch schon mal weg. Dann habe ich die auch schon mal weg. Sehr schön. Wunderbar. Und du brauchst... Du brauchst Bretter. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns.